So, es geht weiter mit Minecraft. Und zack. Arschlecken. So, hier setzt jetzt ganz viel hin. Wollte ich eigentlich sagen. Hier haben wir schon wieder Gold. Nice. Pack ich wieder ein bisschen mehr hin. Oh, verdammt. Oh, Alter. Oh, ich habe mich total erschrocken wegen diesem Scheißgeräusch, weil ich das hier so laut habe, ey. Alter. Geh sterben, du Mistsacker. Alter. Habe ich mich erschrocken, ey. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der sich in Minecraft erschrocken hat. Okay, irgendwo hier ist ein Mob-Spawner oder irgendwie sowas. Da ist Lava und da ist eine Spinne. Verdammt, wie kommt die denn hier nach unten? Sind hinter mir noch Gegner? Man weiß ja nie. Und ich hasse die Spinnen hier abartig, ey. Ah, ätzen die Dinger, ey. So. Hier mal gucken, was hier noch so ist. Oh, verdammt, ist das hier groß. Ich habe hier auf jeden Fall eine große Höhle gefunden. Eine richtig große Höhle. Bin ich im Prinzip auch froh drüber, aber hat auch seine Nachteile. Man findet hier überhaupt nicht mehr raus. Da ist ein Creeper. Miststück. Irgendwo spawnen hier Gegner. Das kann nicht sein. So, da ist Lava. Die nehme ich mir auch gleich mit. Ach genau, ich hatte ja sogar den Eimer bei mir, kann das? Das letzte Mal, als ich gestorben bin, hatte ich da nicht sogar den Eimer dabei? Und das da oben, das gefällt mir gar nicht. Das spricht mich schon gar nicht an, diese Lücke, ey. Nee, ne, jetzt sag nicht, hier geht's auch noch groß weiter. Nee, danke. So, aber hier habe ich schon mal. Hier habe ich sogar eine sichere Unterkunft gefunden. Bringt mir nur nichts, denn ich habe nichts. So, ich brauche wieder ein bisschen Fackeln. Und deswegen nehme ich mir immer so ein bisschen Kohle, immer ein bisschen Stäbchen mit. Holz habe ich jetzt leider gar nicht mitgenommen. Das ist bitter. So, das nehme ich mit, weil da komme ich nicht mehr drauf. Dieses kleine Loch oben, das werde ich nicht mehr wiederfinden. Ah, scheiße. Da geht's runter. So, ich bräuchte hier so dringend einen Bogen, ne? Weil, naja, die haben einfach den Vorteil, man kann so schnell schießen, wie man will. Die schaden viel. Ja, und man kann eben auch so fern angreifen. Wie so ein Bogen eben gebaut ist. Lava ist schon mal gut, dass hier Lava gibt. Irgendwo höre ich hier plätschern und ich höre hier einen Bogenschützen. Ich höre hier jetzt nicht echt einen Bogenschützen, oder? Wo ist der denn? Man kann das aus den Geräuschen gar nicht erschließen, wo der ist. Ich möchte ihn jetzt gar nicht begegnen, weil wenn ich den sehe, dann weiß ich, da bin ich tot. Weil ich habe so wenig Leben im Moment. Okay, also ich bin mir wie gesagt nicht sicher, ob das Dungeon-Geräusche sein sollen, so quasi Hinweisgeräusche. Es kann aber gut sein. Hier ist ziemlich viel Lava. Das ist schon mal tendenziell gut, damit ich weiß, dass ich hier ziemlich nah am Boden bin. So, hier ist Wasser. Das ist auch schon mal gut. Das kann... Ja, Lava und Wasser sind halt solche zwei Sachen, die man braucht für Obsidian. Und da unten treffen sich sogar Wasser und Lava. Kann also gut sein, dass da unten irgendwo Obsidian zu finden ist. So, in dem... Hier ist Redstone sogar. Geil, also hier habe ich eine richtig schöne Höhle gefunden. Eine richtig, richtig schöne Höhle. Wie gesagt, ich möchte aber erst hier alles erkunden. Dann die Sachen
Hier rausfischen. Ah, schon wieder. Wo bist du? Missgestaltet. Hier ist auch schon wieder was. Ey, hier gibt es 1000 Abzweigungen. Das ist nicht möglich. Ich mach gleich die Gegner aus, ey. Das ist mir viel zu heitel hier. Alter, verpisst euch mit euren Scheißgeräuschen, ey. Ist ja gut, dass man die hört, wenigstens. War es auch wieder schlecht, dass man sie gehört, denn ich möchte sie nicht hören. Die sind hier ganz in der Nähe. Die sind hier um die Ecke. Das wollte ich eigentlich nicht. Ey, die sind hier ganz um die Ecke, ey, ich schwör. Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich persönlich keinen Bock drauf. Da unten sind sie. Oder einer. Keine Ahnung, wie viele da sind. Hoffentlich ist da kein so ein hier Ding ins Bogenschütze. Okay, aber der ist da schon mal ein bisschen im Wasser gefangen. Das ist schon mal gut. Das Blöde ist, man hört die eben auch, ja, durch die Oberfläche und alles. Okay, da sind drei Zombies. Drei verfickte Zombies sind da. Jetzt höre ich auch noch eine Spinne, ey. Das muss nicht sein. Eigentlich nicht. Ja, super, jetzt bin ich gearscht, ey. Alter. Dreck, ey. Mistviecher. Aber das Gute ist, die sind da so richtig schön festgehalten. Oder die werden da festgehalten. Aber ich höre hier irgendwo noch eine Spinne, ey. Mit ihren Zischgeräuschen. So, da unten ist, glaube ich, so ein Tunnel, der bis nach da führt oder so. Also das Wasser, das würde ich jetzt ganz gerne ausstellen. Wenn ich Wasser ausstelle, dann kann das auch immer gut sein, dass es noch auf Lava trifft. Und erst dann wirklich Obsidian erzeugt. Obsidian kann ich im Moment noch nicht erzeugen. Na, ganz viel Obsidian. Ihr Wichser, Alter, geil. Mega geil. Okay, so sieht Obsidian aus. Den kann ich im Moment aber noch nicht bergen. Aus dem einfachen Grund, weil man sie nur mit Diamantschaufeln oder Hacken zerstören kann. Und die habe ich eben noch nicht. Die musste ich mir dann noch machen. Aber wie geil! Wenn ich das mir bloß wiederfinde, ey. Ey, diese hässlichen Gegner, ne? So, hier war ich doch auch schon. Wo bin ich jetzt schon wieder, ey? Oh, verdammt. Da ist schon wieder ein Zombie, ey. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Von da oben kann er nicht kommen. So, warte mal, ich mache hier mal ganz kurz ein bisschen was weg. Ja, danke. Hallo, du soll. Wieso kommt das da immer noch durch, das Wasser? Ich wollte eigentlich das Wasser so ein bisschen abschneiden, sag ich mal. Das hat irgendwie nichts gebracht. Irgendwo kommt da noch Wasser durch. So, jetzt aber. Okay, da unten kommt jetzt kein Wasser mehr hin. Doch, irgendwie kommt da noch was rein, keine Ahnung. So, ich würde ja ganz gern da gucken, aber... das ist auch schon wieder so heikel. Da ist, glaube ich, nämlich nur eine Sackgasse. Und wenn ich in der Lava bin, da bin ich erst recht
dann bin ich direkt tot, also quasi instant death. Es ist nicht, dass man sofort stirbt, aber man ist eben gefangen. Also wirklich so wie hier im Wasser ist man wirklich gefangen, man wird heruntergezogen und man hat so eine übelste Degeneration. Und das Blöde ist, wenn man, es macht gar keinen Unterschied, ob die Höhle jetzt direkt bei seinem Spawnpunkt ist und man in der Lava stirbt und dann denkt, ah, ich hole mir jetzt ganz schnell die Waffen zurück und so. Nee, die Sachen, die bleiben, oder die fallen, wenn man stirbt, ja in der Lava. Und dann verbrennen die Sachen eiskalt in der Lava. Das war's dann mit den Sachen. Echt, mir gehen schon wieder die Dinger aus. Ne? Ich will jetzt aber auch noch nicht alle Stäbchen verballern, weil kann natürlich auch sein, dass ich mal auf einmal noch irgendwie ein Schwert brauche oder so und dann keine Stäbchen mehr habe. Das wäre ziemlich schlecht. Okay, im Moment brauche ich sowieso noch nicht viel ab, aber also gar nichts. Außer ein bisschen Kohle eventuell. Aber ist ja schon mal gut. Wir haben ordentliche Sachen gefunden. Das Einzige, was jetzt nur noch fehlt, ist eigentlich nur Diamant. Weil mit Diamant können wir uns dann Obsidian holen. Und ja, dann habt ihr... Dann geht's ab. Weil im Prinzip könnte ich dann das Let's Play sogar schon beenden. Weil dann habe ich euch alles gezeigt. Ich könnte dann vielleicht noch so ein bisschen rumbauen oder so. Ah gut, endlich mal wieder eine Sackgasse. So, das baue ich mal eben ganz kurz ab. Oder? Ne, warte mal. Ich mache hier einfach zu. Ich sag, nee, hier ist nichts. Dann sehe ich, ist schlecht. War ich schon und habe mir das dann extra so abgesperrt. Dann weiß ich schon mal, dass da nichts ist. Da oben habe ich das Loch zugemacht. Von dem Wasser. Hier gerade mit dem Wasserfall hoch, da gab es auch noch einen Gang. Bei irgendeinem Wasserfall. Genau dieser war das. Oder ich mache gleich einfach nur die Monster aus, ey. Es regt mich im Moment nur noch auf. Aber ist ja schon mal gut, dass ich keine Monster höre im Moment. Ist ja schon mal ein Pluspunkt. So, zack. Das Wasser brauche ich jetzt im Moment nicht. Ich kann mal hier ein bisschen was zerstören für Steine, die ich ja noch ab und zu verwende hier. So, jetzt ist die Hacke auch wieder kaputt. Dafür habe ich noch ein bisschen Stein bekommen. Da unten. Da ist auch noch mal was. Das ist Lava. Ich dachte schon, ist ja beleuchtet. Da war ich scheinbar schon. Aber nee, es ist einfach nur die Lava, die das Ganze hier erleuchtet. Da oben haben wir wieder... Unten haben wir wieder Gold. Und was ist das da für ein... Was ist das da für ein roter, pinker Stoff? Den habe ich noch nie gesehen. Moin? Warte mal. Ich habe ja noch Kies, genau. Kies, da fällt ja auch zu Boden. Da kann ich mir mal ganz kurz chillig sowas bauen. So, ich höre schon wieder Gegner. Das ist ja schon mal tendenziell schlecht. Hier haben wir nochmal Redstone. Wieder markieren, weil man es sonst in der Dunkelheit schlecht sieht. Was ist das da unten? Hey, das ist auch Lava, aber... Lava unter Wasser, hey? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hat der Entwickler mir damit irgendwas sagen wollen, oder was? Nein, Quatsch, aber... Ich mein's ernst. So viele Wege. Unglaublich, wie viele Wege es hier gibt. Hier, du kannst zu. Ich will keinen. Da unten ist sogar schon wieder Gold. Das hätte ich sonst auch gar nicht entdeckt. Hier, mach ich hier was. Da ist sogar noch ein Redstone. Der leuchtet so komisch. Oder glüht. Irgendwie so. Sondert irgendwas von sich ab. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, dass mir hier gleich die... nicht die Kohle, sondern eigentlich eher die Stäbchen für Fackeln ausgehen. So, hier mache ich nochmal zu. Vielleicht strömt dann wieder ein bisschen Wasser auf die Lava. Um mich dann wieder ein bisschen
Obsidian bekomme? Perfekt. Es ist im Prinzip ganz einfach, Obsidian zu bekommen. Man legt sich eine stille Lavaquelle an. Lässt dann darauf einen Wasserfall fließen, im Prinzip. Macht diesen Wasserfall zu. Und dann entsteht mit Glück auch schon Obsidian. Mit Pech kann auch dieser Stein hier entstehen. Dieser normale, abgearbeitete Stein, sag ich mal. Also Obsidian müssen wir uns keine Sorgen machen. Gold ebenfalls nicht. Aber ich mache mir eigentlich auch um die Sachen gar keine Sorgen, sondern eigentlich um die Sachen, dass mir hier gleich die Sachen fehlen. Na komm, mache ich jetzt alles hier voll mit... Ihr wisst schon. Hier. Fackeln. Und also Leben komme ich hier nicht mehr raus. Also da könnte von ausgehen, da ist noch ein Zombie. Gut zu wissen, dass ich den Zombie wenigstens vorher schon mal sehe. So, und der ist aber da an einer ganz ungünstigen Stelle. So, ihr habt gesehen, die Feder ist direkt verbrannt. So, warte mal, wo kommt... Das Wasser kommt da raus. Kann ich das wieder zumachen? Und ganz viel Obsidian wieder. Gut, habe ich kein Problem mit. Ich kann hier ganz schön viel Obsidian abbauen. 12 braucht man für ein Höllentor. 12 Obsidian-Dinger. Man kann sich auch eins bauen mit, ich glaube, 10 oder so. Ne, mit 8, glaube ich. Mit 8 Obsidian geht das, glaube ich, auch. Aber ich brauche einfach verdammt nochmal Diamant, um das abzubauen. Und hier ist schon wieder ein Weg, ey. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob die Wege immer so lang sind. Aber es kommt mir vor, wie der längste, ich will schon wieder sagen, Dungeon, den ich jemals gesehen habe.